Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen bei Dinner für zwei. Ich habe heute zwei wunderbare Gäste. Sie ist eine der schönsten und lustigsten Frauen Österreichs. Er ist Moderator, Autor und Kabarettist. Angelika Niedetzki. Oh, küss die Hand, Frau Doktor. Küss die Hand. Magister Gerald Fleischhacker, bitte nehmen Sie Platz. Das dürfen wir machen, weil ich habe Handschuhe an. Ja. Sonst hätten wir es natürlich nicht dürfen. Hallo. Hallo! Ich freue mich sehr, dass Sie einander schon so gut verstehen. Das ist wunderbar. Hallo. Ich habe selbstverständlich einen kleinen Aperitif vorbereitet. Danke schön. Bitte, Nedetzki. Herr Fleischhacker, ein Bierchen. Röstchen. In diesem Sinne, zum Wohl. Zum Wohl. Sie auf bleiben einen schönen Abend. Ich muss ja arbeiten. Selbstverständlich. Sie sind heute hier und bekommen von mir ein dreigängiges Menü. Nicht nur zum Essen, selbstverständlich, Sie bekommen was zum Essen. Nicht sehr üppig, weil die Kantine ist leider schon Gottes schon geschlossen. Aber, aber wir haben... Wie lang schon? Seit Mittag. Also, welcher Tag? Heute? Nein, heute. Es ist, wir haben einmal was Frisches bekommen heute. Wenn es mir nicht schmeckt... Dann haben Sie ein Pech gehabt. Ah, ja. Nein, also, es ist folgendes. Sie werden selbstverständlich Aufgaben zu erledigen haben. Das heißt, Sie spielen... Jeder drei verschiedene Rollen, aha, während jedes Ganges eine Rolle, jeder, die der andere nicht wissen darf. Allerdings beginnen wir zum Aperitif. Gleich einmal habe ich die erste Frage. Bitte, Frau Niedetzki, wären Sie so knieweich, um dieses hervorzutragen. Die beantworten Sie bitte beide. Es ist, um das Eis ein bisschen zu brechen. Icebreaker. Ich trage vor, was ist die furchtbarste Sexstellung der Welt? Die furchtbarste Sexstellung der furchtbarste Welt? Wär's mir furchtbarste wäre furchtbarste ist der Handstand. Angeblich. Angeblich. Beide unten, finde ich, ziemlich furchtbar. Das ist großartig. Beide unten, ja. Kopfstand. Ja, oder der eine in Bludenz und er in Graz zum Beispiel. Beide Männer. Also. Der eine in Bludenz und der andere in Graz. Ganz weit weg voneinander. Obwohl, zu Zeiten von Corona war das natürlich nicht stimmt, so schlecht. Das stimmt. So, meine Herrschaft, lieber Herr Magister Fleischhacker, Sie bekommen selbstverständlich auch eine Frage. Ich bin nicht Magister, aber macht aber nichts. Sie sind ja nicht Doktor. Aber wenn du Diktator oder Diktatorin wärst, welches Gesetz würdest du als erstes festlegen? Momentan? Ja. Dass wir Künstler wieder auftreten. Dass alle applaudieren müssen. Dein Mindesteinkommen für uns Künstler? Ja. Ja, ist jetzt nicht die lustigste Antwort gewesen vielleicht, aber... Ja. Ich finde, warmes Bier dürfte nicht serviert werden. Okay. Verzeihung. Ich werde das in Zukunft, wenn Sie das nächste Mal bei mir zu Gast sind, selbstverständlich, werde ich das erledigen. Ja. Ich hole den ersten Gang. Ja, hervorragend. Bitte schön. Sie können in der Zwischenzeit plaudern. Ja, man muss von außen nach innen. Ne? Aber ich finde es schön, dass wir es schaffen. Endlich mal reden, tun wir schon lange davon, oder? Dass wir gemeinsam essen gehen. Ne? So, bitte schön. Und ich bin froh, dass ich Ihr Gastgeber sein darf. Bitte, Frau Doktor. Danke schön. Schau. Ja. Magister Fleischhacker. Und während des ersten Ganges, Herr Magister, ein bisschen wegen der Distanz was gewesen. Ah, so, bitte schön. Das ist meine... Das ist Ihre erste Aufgabe. Okay. Bitte nicht laut vorlesen. Na klar. Okay. Ich schaue nicht. Das geht nicht. Und außer Sie haben einen Röntgenblick. Küss die Hand. Viel Vergnügen. Vielen Dank. Möge das Dinner beginnen. Sehr gut. Na, ich bin gespannt. Na, wie schmeckt es? Ist gut? Fantastisch. Ja. Was willst du denn da falsch machen bei so einem Salat? Mir hat es ein bisschen auf den Magen geschlagen. Das Bier, oder? Nein. Dass ständig immer alle gegen mich sind. Ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist. Das ist so. Spitzt du vielleicht ein? Nein. Wie kommst du da drauf, dass alle gegen dich sind? Na, weil sie nie, egal, die Medien berichten nie über das, was ich auf Facebook schreibe zum Beispiel. Weißt du, ich schreibe und habe meine Kontakte und dann werden, du wirst sehen, dass sie wieder alle gegen mich sind. Aber es kann sein, dass in den nächsten Tagen etwas veröffentlicht wird, wo du sagst, ah ja, also
da können schon schwierige Zeiten auf uns zukommen und nur die ehrlichen und anständigen Österreicher werden dann noch zu mir stehen. Und ich hoffe, dass du eine davon... Hat das jetzt irgendwas mit unserem Kind zu tun? Nein, es ist passiert. Du weißt ja, wir machen immer diesen Urlaub. Im Winter? Nein, nicht wir. Ich mit meinen Freunden mache Urlaub. Ja. Und da sind wir doch einmal gefahren auf unsere Lieblingsinsel, wie du weißt. Nicht da, wo wir da ja, ja, waren. Und dann habe ich dir ja gesagt, dass wir dort auch schöne Abende verbracht haben, der Yoshi und ich. Und dann kann schon sein, dass da jetzt demnächst etwas zu sehen sein wird, wo die Leute sagen, na, das war jetzt aber blöd. Du meinst jetzt den Urlaub auf den Balearen? Ja, Urlaub, nicht? Also wo wir immer gern hingefahren sind. Mhm. Du meinst diese... Du hast gesagt, das ist eine 5-Sterne-Finca? Wo wir waren und wo... Nicht? Und ich kriege ja oft auf Facebook Nachrichten von Leuten, die sagen, sie haben was gegen mich in der Hand, und jetzt gibt es anscheinend wirklich etwas, was sie in der Hand haben. Das ist wirklich so schlimm gewesen, dass diese Fußpflegerin offensichtlich komplett auslassen hat? Das sind Dinge, die mir jetzt gerade wichtig sind, weil ich... Schau. Oh Herr, weißt du das mit der Fußpflegerin? Das interessiert mich jetzt. Das habe ich gelesen. Aber es wird erst morgen veröffentlicht. Also, weiß ich gar nicht, ob du überhaupt zu den Ehrlichen und Anständigen gehörst, meine Liebe. Das gefällt mir. Ja. Du gefällst mir. Meine Lieben, ich glaube, das Geheimnis ist gelüftet. Kann es sein, liebe Frau Doktor, dass Sie wissen, um was es geht? 17. Mai vergangenen Jahres. Richtig? Das ist halt eine gescheite Frau, das ist großartig. Ja, ich habe immer gewusst, warum ich die Philippa gerne das habe. Kann, wunderbar, hervorragend. Und ich habe die Tiere lieb. Mein Mann, H.C. Strache. Schatzelein. Ja, hat das Problem gehabt, es kommt was raus. Es kommt ein Video raus und ich möchte es ihr gestehen, genau. Großartig, ja, selbstverständlich. Ja, schau, ja, ja. Danke vielmals. Es ist hervorragend. Es gibt natürlich keinen Preis, Sie haben eh schon was zu wissen. So, bitte, liebe Frau Doktor, Ihre Aufgabe und ich bin auch schon wieder dahin. Na bitte, bitte. Was meinst du? Die Kommode, die neue Kommode, die wir letzten Herbst ins Schlafzimmer gestellt haben. Ja. Ja. Die wolltest du ja. Ja, ja, ja. Also, die Kommode selber ist jetzt überhaupt nicht das. Aber die, da haben wir aber halt schon irgendwie gesagt, dass das meine ist. Weil du hast die Sachen im Kasten. Ja. Du hast viel zum Hängen. Ja, ja, ja. Du hängst dir die Hosen auf. Du hängst... Also, ja. Na, du bügelst sie und ich häng sie auf. Genau. Aber die Sachen, die halt in der Kommode sind, haben wir eigentlich ja gesagt, dass das meine sind. Ja. Also, weil ich ziehe jetzt auch nicht deine Hosen an oder so. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Und. Na, die passen dir auch gar nicht. Genau. Ja. Genau. Mhm. Also, umgekehrt passen ja dir jetzt auch nicht alle Sachen von mir. Na ja. Wieso? Ich meine, warum sagst du das? Also in der untersten Lade, wo die Socken sind, das, gut, die waren da sowieso viel zu klein. Das ist jetzt eh nicht das. Aber was meinst du jetzt bitte? Also na, in der zweiten Lade zum Beispiel. Mhm, ja. Also ich habe da so meine Ordnung drin und ich weiß ja, du weißt ja, dass ich meine Hosen zusammenlege, so immer auf dreimal. Mhm. Es ist mir nur aufgefallen, dass das ein paar Mal... Dass die anders. Das ist grundsätzlich total egal. Also, wie die da drinnen liegen, ist wurscht. Ja, um das geht es jetzt eigentlich auch nicht. Na, und das. Wie ich zum Beispiel vorgestern die lange Runde mit dem Hund gegangen bin, ist mir nachher aufgefallen, dass zum Beispiel das getigerte Hose. Also es ist einfach anders drin gelegen. Ja. Das kann also ein totaler Zufall sein. Ja, vielleicht war die Lade offen, vielleicht hat der Hund auch da mal reingeschnuppert. Das weiß ich jetzt.
Und du glaubst also, dass ich, während du weg bist, deine Unterwäsche anziehe? Ich glaube überhaupt nicht. Oder möchtest du das? Na, eben nicht. Ja, also, ich möchte nur zu meiner Verteidigung noch sagen, die Tigerte passt mir wirklich. Okay. Also der Vorwurf, um es aufzulösen, ich würde deine Unterwäsche anziehen. Ja, Schatz. Und mögest. Ich soll es nicht mehr tun, offensichtlich. Die eigene anziehen. Ja, aber ich hab das ganz gern, wenn du so... So wenn die Spitzen so, wenn die Spitzen ich will, so ich will, danke vielmals. Ich will jetzt nicht unterbrechen, Sie können auf Unterhose. Ich habe eine Binde im Kopf. Ja, genau. Wobei, ich wollte eigentlich sagen, der BH passt. Der passt bald, ja. Ja, verstehe. Und diese Krise noch länger und passt das. Aber was lustig ist, jetzt, um bei der Krise zu bleiben, ich habe jetzt gelesen, dass die Vibratoren solche Verkaufsumsätze haben, Zugewinne. Das kann also gut liebe sein. Spielzeug und ja, so weiter, nicht ihre. Ich habe das Problem gehabt, unter uns, ja, dass das Ladekabel verschollen war. Verstehe. Wochenlang jetzt. Ich verstehe. Das liebe Frau, so und das mit dem Handy. So. Also das Handy-Ladekabel passt nicht rein quasi, nicht? Oder? Ich darf ja nicht so viel essen wegen meiner Figur, wegen der Tigerhose. Sie haben ja Gott sei Dank was Schwarzes an. Ja, genau. So, also. Auf in die zweite Runde. Ja. Ja, Schatzl, lass es schmecken, gell? Ey, so viel gut. Hau ein, heute habe ich gekocht, gell? Das musst du mal. Kommt nicht jeden Tag vor, dass ich koche, gell? Nein, das kommt nicht jeden Tag vor. Nein, schon. Was hast du denn gekocht? Na, ich habe gekocht, so ein bisschen was von den Fadeln, habe Schmalz ausgelassen und so. Und dann habe ich gesagt, wir müssen da mal ordentlich rein. Ordentlich rein. Wo hast du das Rezept her? Du, ich hab's vom Fredl, hab ich's gekriegt. Weißt du, der Fredl vom Nähbauern oben? Der Fredl vom Nähbauern, der hat ja genauso viel Hektar wie mir. Wenn du sagst, wenn ich schau, wenn wir schauen gingen auf die Rehe, der Pferdl und ich, und dann schaue ich, dann sag ich mir, so weit ich schauen kann, gehört alles mir. Und dann sagt er, so weit ich da oben schaue, gehört alles mir. Also, das ist schon. Wenn wir heiraten könnten, das war halt. Der Fredl und du? Das Problem ist, dass du schon gut kochst. Und dass ich aber, also... Du glaubst, du kannst kochen? Nein, ich glaube, ich kann kochen, aber ich möchte schon gern bei dir essen, aber beim Pferdl schlafen. Verstehst du? Das wär's für mich. Weil ich finde, jetzt rein sexuell haben wir ja auch schon, sagen wir mal, Weihnachten ja einmal, nicht, dass du irgendwie irgendeinen Kuchen ins Rohr steckst oder was, aber sonst ist ja bei uns nicht mehr viel. Nicht? Also vom Essen her verstehen wir uns gut. Wenn du kochst, esse ich gern. Aber sonst verbringe ich die Zeit sehr also gern mit dem Pferl. Also du willst lieber mit dem Pferl nach all diesen Jahren? Ja, mit dem Pferl bei den Fahlen wahrscheinlich. Willst du zum Pferl? Ja, das hat man schon sehr. Und jetzt haben wir nicht nur wegen Essen mit dem Pferl. Nein, Essen tät ich schon da. Du tätest beim Pferl so... Sag mal, der Liebe wegen zum Pferl und der Kalorien wegen zu dir. Ja. Das war, sagen wir, für mich schon eine Option. Und die Maria hat gesagt, sie mag die auch. Mag Maria ja auch. Na ja. Dann war das vielleicht auch nicht schlecht. Na schau. Vielleicht tauschen wir halt einmal. Für Wochen. Gut. Das heißt, sie hat, die Frage ist aufgelöst. Nein, die Aufgabe? Mein Mann ist offensichtlich nicht nur, dass er da Nudeln noch biegen hat. Ja. Sagen wir so, dein Mann da Nudeln ziemlich. Nicht die Nudeln vom Pferd, sondern vom Döller außer die Nudeln. Will er zum Pferd. Ja. Und ich soll mit der Maria. Ja. So. Ich möchte mit ihm Nudeln. Aber essen daheim. Aber daheim. Ja, genau. Bitte. Ja. Liebe Gneva. Ist es schon wieder so weit? Ja, ja. Hurtig geht es weiter. Große Freude. Die Hurtigruten. Ich ziehe Unterwäsche an und. Und wirst mit dem Pferd nudeln. Wer hat sich das denn alles überlegt? Wer hat sich das überlegt? Verzeihen Sie, dass ich sage, da muss jemand Ihre Biografie gelesen haben. Nein, aber
Das ist natürlich alles unterschiedlich voneinander zu behandeln. Natürlich, natürlich. Das ist jetzt kein Konklusion. Keine Konklusion. Also, nicht. Wir schauen dann beim. Ich bin aufs Dessert, bin ich sehr. Ja, genau. Also, küss die Hand. Ich bin schon weg. Ja, ich habe ein. Also. Ich habe jetzt viel Zeit gehabt. Mhm. Um so. Ich habe jetzt. Also, die drei neuen Songs sind quasi geschrieben und die sind. Okay. Richtig gut. Cool. Die gefallen mir. Woher? Sie sind nur ein bisschen anders geworden vielleicht. Ich weiß. Also ohne dein Zustimmen würde ich ja niemals irgendwie jetzt sagen, das ist ganz klar. Also ja. Wenn Charlie sagt, Daumen ist runter, dann ist für mich klar, also Daumen runter ist, dann machen wir wie bisher. Ja? Also, okay. Aber sag doch ein bisschen, in welche Richtung geht's? Bisschen auf im Hass vielleicht mal auch, ja, so. Also nicht immer nur, was Helene macht und was Andrea macht, das ist irgendwie durch. Ne? Aber weil du jetzt so in diesem deutschen Slang drinnen bist, das ist einfach auch, um den Markt zu vergrößern, oder? Ich denke mir, dass man jetzt, wenn man so ein bisschen im Hass dann mehr drin ist und so. Mhm. Also ich bin jetzt mehr so. So, okay. Und vorher warst du eher so. Und vorher war ich. Mir liegt halt jetzt momentan das mit dem Yay. Mit was? Mit dem Yay. Mit dem Yay. Wer ist das? Also der neue Sänger, oder? Nee, das ist der erste Text. Der neue Style. Zug des ersten Liedes, wo du gesagt hast, mach wieder das mit so mehr. Ja. Ich habe mehr oder weniger den gleichen Text genommen, aber jetzt. Statt Liebe ist einfach Hass. Aber kannst du mal mir irgendwie vortragen, auch weiß nicht, ob es jetzt beim Essen geht? Oh, yeah. Also das wäre mal so, ja? Ja. Und dann ist halt, also, wenn die Liebe wiederkommen soll, das war ja dein Vorschlag. Ja, wenn die Liebe wiederkommen soll, und ich hab mir gedacht, ist egal, wenn du bist in dem Wohl. Wenn der Hass dann wiederkommen soll. Also wäre jetzt so eine Idee für... Die neue. Ja, und ich... Aber du bist mein... Also, du sagst dann. Ja. Denn du verkaufst es ja dann auch im Endeffekt. Also, es ist für mich jetzt... Ich weiß nicht, ob ich... Ich habe das Gefühl... Herr Magister hat eine Vermutung. Ich hätte die Vermutung, dass du Simone bist und ich bin der Charlie Brunner, weil du Charlie gesagt hast. Aber dafür ist Charlie mir gesagt? Ja. Und die Simone ist mit dem Charlie Brunner zusammen. Und darum war ich kurz... Oder du bist eine Schlagersängerin, die ihrem Manager erklärt, sie ändert die Richtung. Ciao! Großartig! Alle Gläser auszutrinken. Ich habe ja... Jetzt kommt ein Outing, Achtung! Nein, aber ich habe mal einen Schlagertext geschrieben, den dann niemand genommen hat, weil ich gesagt habe, man nimmt ihn nicht ernst. Und das war: Die Blumen der Berge blühen nur für uns zwei und das Echo der Liebe ist immer dabei. Ich finde den nach wie vor sehr schön. Ja, das gibt es doch schon. Oder also, ja, wahrscheinlich. Lieber Herr Magister, mehr Schmolz gibt es gar nicht. Eben, und ob dieser Tatsache, glaube ich, Sie sind... Kommt schon das Dessert, ehrlich? Weil das na ja, Sie essen noch. Ne? Ja, na ja. Sie hören ja nicht auf. Bitte schön. Die nächste Aufgabe, Sie können noch Sie müssen nicht aufessen. Es ist nicht, wir sind nicht daheim. Es wird nicht kalt. Wir sind nicht daheim. Wird man sowieso nicht regnen. Na, hoffentlich. So, ich nehme Ihnen das einmal weg, bringe Ihnen dann ein Dessert. Sind Sie auch schon fertig? Selbstverständlich. Ja, es war vorzüglich. Ja. So, passt schon. Doktor, selbstverständlich, damit genug Platz ist. Jetzt haben wir einen guten Lauf. Schau, es kommen die Wahlen in Wien. Ja, es kommen die Wahlen in Wien. Du bist schon lange nicht mehr in Österreich gewesen, aber die Leute mögen dich immer noch. Nicht? Also in Graz sowieso mögen sie dich. Weil da jetzt mit den ganzen Videos auf Facebook, das war super, wo du mit den zwei Viecherl gesessen bist. Und du musst jetzt natürlich eindenken, dass du jetzt wer anders bist. Aber wenn du mit den beiden Viecherl gesessen bist, mit dem Pony und mit dem Esel, die runtergefressen haben vom Teller, und so gesagt, bleib daheim, das war super. Das müssen wir nur auf Österreich wieder umtun, verstehst?
Also man nimmt nicht eine Pony und einen Esel, sondern man nimmt einen Lipizzaner. Ja, einen Lipizzaner und ein Lama oder irgendwas, verstehst? Aha. Und dann fangen wir natürlich an in der Steiermark, wo du herkommst, fangen wir dort an und sagen wir, okay, wir wollen zwar in Wien antreten, aber wir fangen an, was losgegangen ist mit den Gewichten, dort geht's los. Dort ziehen wir dann mit den Viechern ein nach Wien auf, verstehst? Ja, du musst ein bisschen auftrainieren, das stimmt schon. Aber du bist ja nicht mehr der Jüngste, nicht? Von denen her gesprochen. Nein, das kannst du sagen. Ja, genau. It is difficult for me. To talk German. Yes. I think. Ja, aber das kriegst du schon hin, nicht? Und außerdem... I'll be. Genau bei der Wien war, nicht? Da sagen wir Annie forever, nicht? Genau. Ist halt schwierig, dass du ein Mann bist, nicht? Das muss überhaupt nicht. So, das überhaupt nicht. Ich sitze gleich ganz anders. Ja, sitzt gleich ganz anders. Ich glaube, das hat gleich geschnallt. Die Kronjuwelen, die. Das ist gerade gut angeschaut. So, bitte um die Auflösung. Ich bin Arnold Schwarzenegger, das war ich noch nie nicht. Genau, ich war dein Wahlkampfmanager. Ja, sowas in die Richtung hätte ich mir jetzt gedacht. Schau, ein Gugelhupf. Jetzt nehme ich ihn. Jetzt nimmst du ihn weg. Nehmen Sie ihn mir weg. So. Ich habe noch einen Löffel. Ja, zwei Löffel. Ich habe noch einen weniger Besteck. Das ist der Herr Fleischhacker. Bitte schön, liebe Gnefer, Ihre letzte Aufgabe. Toll. Toll. Für immer? Nein. Naja, wenn wir wieder Zuschauer haben, wird es wieder mehr sein. Bis jetzt. Gut, John. Vielen Dank. Aber ich wollte mit dem Schwarzenegger reden für die Kabarett-WG. Und es ist dann gerade nicht ausgegangen. Ah, das wäre natürlich. Das wäre lustig. Ja. Das ist aus dem, mit der, ja. Mit der Zigarre da. Ja, schon lustig. Was du, Tobi? Was denn? Nix, ich hab. Corona? Na, das kommt immer wieder was Feichts mit, Gott sei Dank. Oje, aber man sollte jetzt kein Wein trinken, wahrscheinlich, sondern eher Wasser, oder? Wenn es dann. Hast du einen Reflux oder was? Oder? Nein, heute brauche ich. Ich wollte was. Also, ich hab. wo du gesagt hast, neulich. Diese. Entschuldige. Boah. Was ist der Schnitzel? Das Gute ist, das geht schnell wieder vorbei. Ja. Aber wir müssen wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, wir müssen sogar sicher ausziehen. Was müssen wir ausziehen? Wir müssen, also nicht uns, wir müssen. ist gefährlich. Wir müssen, wir können nicht mehr länger hier wohnen. In unserer Wohnung? Ja. Warum? Nein, jetzt nicht nur, weil ich genau weiß, dass diese Schimmelpilze mir nicht gut tun und dass ich auch irgendwie so mit diesem PVC-Belag in der Küche da habe. Du hast gesagt, der kommt raus, ist aber nie passiert. Aber gut, wir wohnen jetzt erst seit einem Jahr da, bitte. Ja, wir wohnen seit einem Jahr da, aber ich bin ja schon seit 10 Jahren am entwickeln. Also ich habe ja diese. Naja, aber Moment. Und das Moment, ist jetzt, das ist. Nein, lass mich ausreden. Das ist jetzt am Durchbrechen. Also. Aber wir haben doch alles auspendeln lassen auch. Jedenfalls habe ich weitergemacht mit. Ich habe ein paar Kräuteressenzen dazu getan. Ich habe den Anteil an Vaseline ein bisschen verringert. Ich habe mehr basische Stoffe reingeben und das. Wo rein? In diese tolle, wo du immer sagst, das ist das ein Bodylotion? Nein, das ist kein Bodylotion. Ja. Das hilft. Wirklich. Aber wem hilft das, Schatzilein? Schau mal. Ja, das ist sehr schön. Ist fast weg. Ja. Nein, es ist fast weg, es ist butterweich. Ja, ja, nein, ich spüre es ja auch jeden Abend im Bett, Schatzilein. Also ich und ich habe halt mir gedacht, das wird ein Riesenerfolg. Dafür ziehen wir vielleicht in eine kleinere Wohnung. Also damit sie das.
Na, aber Entschuldigung, was soll das heißen? Wir haben ja da jetzt, wir haben ja, weil du gesagt hast, das ist alles wunderbar und so, haben wir ja jetzt dann auch über den Teleshop, da haben wir ja investiert und gesagt, wir verkaufen da jetzt, ich glaube, 100.000 Stück haben wir gemacht, oder? Ja, es ist nicht ganz ausgegangen so. Deshalb, ich habe schon eine kleinere Wohnung in Aussicht. Also das ist jetzt überhaupt nicht das Ding. Wir werden nicht auf der Straße sitzen. Aber Entschuldigung, was heißt das jetzt? Wir haben doch das Geld investiert, weil wir gesagt haben, da verdienen wir. Wo ist denn das Zeug jetzt? Naja, also wir in 3 Monaten müssen wir... Wir sind pleite? Nein, überhaupt nicht. Eben nicht. Du bist frohen Mutes, das war einfach eine Fehlinvestition. Die Wohnung war mir nie so wichtig. Die war dir vielleicht viel wichtiger. Und ich glaube, dass das schon einmal die Fehlinvestition war mit dieser Wohnung hier. Aber jetzt ist es ja vom Tisch. Und du willst mir jetzt also sagen, dass diese Creme, die du erfunden hast, uns in den Ruin getrieben hat? Das wäre vielleicht so gewesen, wenn wir hier wohnen geblieben wären. Und was ist die Möglichkeit, wenn du mit einer Creme ausziehst und ich bleibe in der Wohnung? Das wird nicht gehen. Weil die Wohnung nimmer uns gehört. Sondern wem? Na, das ist eine Dame, die... Das ist jetzt wurscht, wem die Wohnung jetzt dann gehört. Aber du hast die Wohnung verkauft? Für die Creme? Ja. Ich schmier da gleich an. Da gibt's nichts, was drüber geht. Das ist großartig. Ist damit beantwortet. Großartig. Danke vielmals. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen vielmals für diesen. Ich danke euch beiden. Dankeschön. Es war unglaublich. Es ist großartig. Ich bin hin und weg. Prost. Dinner für zwei mit Frau Dr. Angelika Niedetzki und Herrn Magister. Wir haben Ingenieur. Ja, so Ingenieur. Ingenieur. Ja, eigentlich schaust du eher aus wie ein Ingenieur. Ja, wenn schon. Danke vielmals. Ich danke dir. Ich danke dir. Das ist ein hervorragendes Los. Das ist sehr schön. Nageln Sie sich eine Kuchen. Dunkel Kuchen. Ab so von der Nonne. Kapuziner. Denkt wieder nur an Nonnen. Ja, Nonnenküsschen. Kapuziner sind die Buben, ich sag's nur. Ja, eben.